Hallo meine lieben Luftzeichen, herzlich willkommen alle Zwillinge, Wagen und Wassermänner für euer Reading aus dem Tarot für die zweite Maihälfte. Ja, meine Lieben, die Readings sehen in dieser Monatsmitte ein kleines bisschen anders aus. Ich hatte irgendwie den Impuls, mal etwas weniger Karten zu erbitten, dafür etwas mehr intuitive Botschaften mit in die Deutung einzubringen. Und deswegen habe ich die Legeform ein klein wenig abgeändert. Aber ich warte einfach mal auf eure Resonanz, ob es euch gefällt oder ob wir es vielleicht in Zukunft im Wechsel machen oder ob doch die alte Legeform besser ankommt. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich sollte mal was Neues probieren. Ja, meine Lieben, wie immer bei den allgemeinen Readings, spür selber in dich hinein, ob du mit den Botschaften in Resonanz gehst. Manchmal spürt man gleich, das ist diesmal gar nicht mein Thema. Dann schau dir gerne noch die Legung für deinen Aszendenten oder dein Mondzeichen an, denn manchmal ist diese Legung dann stimmiger. Wir bitten aus dem Rider-Waite-Tarot um eine Hauptenergie für diese kommenden zwei Wochen. Wir schauen einmal eine Klärungskarte für die Vergangenheit an, ja. Wir schauen einmal in dein Unterbewusstsein. Wir schauen, wie könnte sich diese Situation oder das, was hier nachher gleich Thema ist, weiterentwickeln. Und wir bitten zum Schluss noch um einen Rat der göttlichen Führung. So, meine lieben Luftzeichen, eine Hauptenergie bitte. Was ist für euch jetzt wichtig in den kommenden zwei Wochen? Wow, das ist mal ein Paukenschlag. Das Ass der Kelche. Okay, sofort nehme ich wahr, es geht um die Selbstliebe. Es geht darum, für dich zu verinnerlichen, dass niemand anderer dir bestätigen muss, dass du liebenswert bist. Es geht darum, dass Gott dir jeden Tag seinen gefüllten Kelch der Liebe reicht, aus dem du trinken darfst. Vielleicht gibt es in deinem Leben eine Situation, in der du dich nicht so geliebt und wertgeschätzt fühlst, wie du es dir wünschen würdest. Ich höre, dass es vielleicht sogar eine Beziehung in der Vergangenheit war, die deinen Selbstwert ein bisschen untergraben hat, dass du von einem bestimmten Menschen nicht die Liebe bekommst oder bekommen hast, die du dir ersehnt hast. Aber das Ass der Kelche steht natürlich auch immer für die Chance auf eine Liebesbeziehung, die Erfüllung bringt. Ja? Also diese beiden Energien nehme ich wahr. Entweder es geht für dich vor allem zu verinnerlichen, dass die Liebe eines anderen Menschen nicht nötig ist, für deine eigene Selbstliebe. Also da könnte es für dich sehr, sehr wichtig sein, dir in den kommenden zwei Wochen nochmal das Thema Selbstwert anzuschauen. Vielleicht auch Abhängigkeit von der Anerkennung oder Zuneigung anderer Menschen. Ja, das ist ein weit verbreitetes Thema, das gerade bei vielen Menschen im Kollektiv an die Oberfläche kommt. Ja, mache ich meine eigene Selbstliebe vielleicht doch noch davon abhängig, ob andere mich lieben, ob andere mich toll finden? Oder aber es geht für dich darum, vielleicht hast du einen neuen Menschen kennengelernt, ja, mit dem du dir eine Beziehung vorstellen könntest. Ja, aber seltsamerweise ist der erste Impuls stärker. Wir werden mal sehen, wie sich das Ganze entfaltet. Wir fragen mal nach deiner Vergangenheit. Aus welcher Energie kommst du? Aus den 10 Münzen. Okay, hier habe ich sofort einen Impuls, der ist jetzt zwar gar nicht so auf die Karte bezogen. Es könnte sein, dass du in deiner Vergangenheit hauptsächlich Wert gelegt hast auf deine Lebenssituation in materieller und finanzieller Hinsicht und hättest eigentlich deinem Herzen folgen sollen. Das ist ein ganz starker Impuls, der jetzt hier hochkommt. Vielleicht lebst du in einer Situation, in der du noch bist, weil du dich dort verantwortlich fühlst, weil du dort in Sicherheit lebst, weil du
vielleicht auch Angst vor Veränderung hast, aber es gäbe da jemanden eventuell, der dein Herz berührt. Und wenn du wirklich nach deinem Herzen entscheiden würdest, würdest du diese Situation verlassen. Das ist ein ganz zentraler Impuls. Jetzt habe ich aber noch einen. Wenn es für dich um die Selbstliebe geht, dann könntest du in der Vergangenheit dich wirklich schon sehr gut um dich gekümmert haben. Du könntest all deine Bereiche in deinem Leben, deine Finanzen, deine beruflichen Belange, deine Wohnsituation wirklich richtig gut sozusagen in Ordnung gebracht haben, aber es fehlt etwas. Du sehnst dich nach Liebe. Du bist schon gut aufgestellt in deinem Leben, ja, du weißt, eigentlich ist alles soweit in Ordnung, aber es fehlt an Liebe. Und da kommt dann wieder dieser Aspekt der Liebe Gottes ins Spiel, ja. Auch wenn du vielleicht im Moment Single bist, keinen Partner hast, dass du dir immer wieder und jeden Tag aufs Neue vor Augen führen darfst, du bist unendlich geliebt. Baden in der Liebe Gottes, höre ich. Ja, sehr interessant. Ich bin jetzt mal aufs Unterbewusstsein gespannt. Was ist dir nicht bewusst? Okay, da fallen die sieben Schwerter. Die sieben Schwerter, das ist eine Karte, die steht für Lügen, für Betrug, auch dafür, dass man sich selbst etwas vormacht. Das passt jetzt natürlich eins zu eins zu meinem ersten Impuls, zu den 10 Münzen, dass du vielleicht noch in einer Lebenssituation steckst, die sehr auf Materielles, auf wie wirkt das alles nach außen, wie mache ich es anderen Menschen recht, so quasi, das ist mein Haus, mein Auto, mein Boot, ja, also dieses Package nach außen ist alles gut, aber es fehlt an Liebe. Meine Lieben, ich höre die ganze Zeit, es fehlt an Liebe. Und in deinem Unterbewusstsein liegt hier ein bisschen dieses Gefühl, du darfst jetzt erkennen, du machst dir was vor, wenn es für dich nach wie vor darum geht, nach außen ein gutes Bild abzugeben, nach außen stark zu sein. Du darfst auf dein Herz hören. Dein Herz möchte sich öffnen und du sabotierst eigentlich dein eigenes Glück, wenn du dein Herz weiterhin verschließt. Dein Herz möchte sich öffnen. Ich höre auch, es könnte sein, dass du in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht hast, die noch in deinem Unterbewusstsein sitzen. Das wäre jetzt interessant, wenn du vielleicht Single bist, ja, und fühlst dich momentan sehr gut aufgestellt in deinem Leben, hast alle Situationen eigentlich gut im Griff, aber du spürst, du sehnst dich nach Liebe, dann könnte es sein, dass du in der Vergangenheit eine Erfahrung gemacht hast, die dich enttäuscht hat und es dir deshalb schwer fällt, dein Herz zu öffnen im Moment, ja, aber was ich hier spüre, deine göttliche Führung möchte dich dazu ermutigen, der Liebe zu folgen. Mir kommt ein Lied in den Sinn, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, das ist von Rosenstolz, ich liebe diese Gruppe. Und Rosenstolz hat ein Lied geschrieben, das heißt Liebe ist alles. Und es ist eines meiner absoluten Lieblingslieder und das war gerade ganz präsent. Vielleicht, wenn du es kennst, erinnerst du dich an den Text. Wenn nicht, würde es sich eventuell lohnen, das anzuhören. Ja, Liebe ist alles. Also das scheint für dich in diesen 2 Wochen sehr, sehr wichtig zu sein. Dich zu fragen, in welchen Bereichen meines Lebens habe ich vielleicht mein Herz verschlossen. Entweder aus Angst davor, eine bestimmte Lebenssituation zu verlassen oder zu verlieren oder aufzugeben oder aber aufgrund einer schlechten Erfahrung in der Vergangenheit. Wow, sehr interessantes Reading, meine Lieben. So, wir fragen mal, wie könnte sich das Ganze weiterentwickeln in Richtung Juni? Liebe ist alles. Und wenn du der Liebe folgst, wirst du den Sieg einfahren.
Öffne dein Herz für die Liebe, dann wirst du siegreich hervorgehen. Also es gibt selten Readings, meine Lieben, wo ein Thema so zentral ist und das ist die Liebe und die Herzöffnung in eurem Reading. Hier fallen die 6 Stäbe, das ist eine wundervolle Karte, das ist die Siegeskarte im Tarot. Und diese Karte sagt mir hier, wenn du dein Herz öffnest für dich und für alles, was ist, wirst du siegreich aus dem hervorgehen, was dich hier entweder aus der Vergangenheit oder auch in deiner aktuellen Lebenssituation belastet. So nehme ich das wahr. Und wir bitten um einen Rat deiner göttlichen Führung. Was sagt die göttliche Führung dazu? Ja, es darf etwas sterben, meine Lieben. Sofort höre ich, wenn du negative Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht hast, dann lass diese Erfahrungen nicht dein Glück in der Zukunft sabotieren. Ja, hier darfst du die Vergangenheit loslassen. Es ist ganz wichtig, hier nicht Ängste oder voreingenommen sein mit in deine Zukunft zu tragen. Was ich aber auch höre, wenn du noch in einer Lebenssituation bist und du bleibst dort aufgrund von Sicherheitsaspekten, von materiellen, von finanziellen Dingen, von Verantwortungsbewusstsein, obwohl du deinem Herzen folgen solltest, dann darf hier eine Lebenssituation zu Ende gehen. Es darf sich ein Zyklus deines Lebens schließen, und zwar einer, in dem du dir selbst etwas vormachst. Denn wenn wir nicht unserem Herzen folgen, sondern Entscheidungen für unser Leben aus dem Verstand heraus treffen, meine Lieben, ja, dann werden wir auf Dauer nicht glücklich werden. Also hier liegen im Prinzip 2, ja, ich möchte sagen, verschiedene Szenarien in diesem Kartenblatt. Für mich geht es einmal um einen Menschen, der sich noch in dieser 10-Münzen-Situation befindet. Das sieht nach außen alles gut aus. Da geht es um Sicherheit, um finanzielle, materielle Sicherheit. Auch um das Gefühl, okay, da kann ich bleiben, da ist es ganz in Ordnung. Aber für diesen Menschen scheint es eine Vision zu geben, die Liebe zu leben in all ihren Facetten. Vielleicht gibt es sogar schon einen Menschen, mit dem er oder sie sich das vorstellen kann. Und dann sagt die geistige Welt ganz klar, du würdest dir etwas vormachen, wenn du weiter hier bleibst. Also beende dieses Kapitel, dann wirst du siegreich aus dem Ganzen hervorgehen. Und dann geht es aber auch noch um jemanden, vielleicht bist du das, der oder die in der Vergangenheit negative Erfahrungen gemacht hat. Vielleicht hast du jetzt dein Leben gut im Griff, es ist alles wunderbar, aber dein Herz sehnt sich nach Liebe. Aber du lässt das nicht wirklich zu, weil du Angst davor hast, erneut verletzt zu werden. Und auch da sagt die geistige Welt, es ist Zeit für Transformation, es ist Zeit, diesen Lebensabschnitt hinter dir zu lassen und dich aufzumachen auf neue Wege, und dann wirst du siegreich sein, ja? Für denjenigen, der sich noch hier befindet, geht es darum, dass du im Prinzip selbst mit Brotkrümeln abgespeist wirst und auch die Menschen in deiner Umgebung mit Brotkrümeln abspeist. Hier liegen die 6 Münzen an der Unterseite des Decks. Du siehst einen Mann, der hier diese beiden Menschen, die vor ihm knien und um eine Gabe bitten, mit Almosen abspeist, mit Kleinigkeiten abspeist. Du speist dich hier selbst mit Kleinigkeiten ab, obwohl das die 10 Münzen sind, meine Lieben. Und das ist intuitives Deuten. Ja, da geht es nicht darum, im Internet nachzuschlagen, was bedeuten die 10 Münzen. Denn da findest du, die 10 Münzen bedeuten Glück, Erfüllung, Ankommen. Ja, ja, ja. Aber es sind Münzen. Es ist kein Kelch. Und ich kann im goldenen Käfig sitzen, viel Geld haben, einen tollen Job haben, gesund sein, gut aussehen, ja, all das, was nach außen hin toll erscheint.
aber mir fehlt Liebe. Und darum geht's. Und dann speist du dich mit Brotkrümeln ab und letztendlich auch Menschen, die mit dir sind, denn eigentlich möchtest du etwas anderes. Und wenn du die oder derjenige bist, der in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht hat und deswegen das Herz nicht öffnen kann, dann bist du in der Vergangenheit scheinbar in einer bestimmten Situation, vielleicht in einer Beziehung, mit Brotkrümeln abgespeist worden. Und dann geht es für dich darum, dir wirklich immer wieder klar zu machen, dass du nur Verbindungen zulassen solltest in deinem Leben, in dem sich Geben und Nehmen die Waage halten. Ja, das heißt, sobald du dein Herz öffnest, sobald du selbst erkennst, dass du das Beste verdient hast, gehst du automatisch mit Menschen in Resonanz, die dies genauso sehen, die dir Bestes zukommen lassen möchten. Denn wir ziehen im Außen ja immer nur das an, was wir im Inneren sind. Und darum geht es. Ja, wenn du nämlich weiterhin dein Herz verschließt für die Liebe, weil du diese Erfahrungen gemacht hast und anderen Menschen misstrauisch begegnest oder voreingenommen, dann ziehst du auch Menschen an, die vielleicht nicht unbedingt vertrauenswürdig sind. Ein Mensch mit offenem Herzen für sich selbst und für alles, was ist, geht auch mit Situationen und Menschen gleicher Schwingungsfrequenz in Resonanz. Ja, meine Lieben, für euch geht es um die Liebe, um die Herzöffnung. Hör auf dein Herz im Mai. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen. Ich freue mich über eure Kommentare, bin gespannt auf das Feedback zu dieser Legeform, zu dieser Art der Readings und ich wünsche euch jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Bis bald, die Uli. Tschüss.